Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin Martina Gebhardt und heiße euch auf meinem Kanal Positive Alltagskompetenz willkommen. Kennt ihr das auch, dass ihr in einem bestimmten Kontext die Menschen erkennt, zum Beispiel bei der Arbeit oder auch die Mieter in einem Haus, weil ihr wisst, okay, die wohnen hier. Aber sehe ich diese Menschen plötzlich in einem ganz anderen Kontext, zum Beispiel auf der Straße, Bahnhof, Supermarkt, erkenne ich sie nicht wieder. Und manchmal führt es dann dazu, dass ich dann angesprochen werde, wenn ich wieder in dem Kontext bin, der mir vertraut ist, wieso hast du mich da nicht gegrüßt? Weil ich das nicht erkannt habe. Also das heißt, ich kann Gesichternähe nicht gut merken. Ich kriege das dann vielleicht gerade noch gut hin in dem Kontext. An der Arbeitsstelle, dann weiß ich, ah, okay, der arbeitet hier und werde ihn auch auf dem Gang wiedererkennen. Aber sobald ich dieses Gebäude verlassen habe und mich ja in eine ganz neue Situation begebe, ist mein Gehirn schaltet dann um und dann erkenne ich diese Person auch nicht mehr. Mir ist das auch schon passiert, dass ich im therapeutischen Kontext, in der Praxis, erkennen mich die Menschen, wenn ich ihnen draußen begegne, nicht. Ich kann damit umgehen. Ich weiß, dass das nicht jetzt ist, weil man nicht mit mir sprechen will, sondern dass es einfach ein anderer Kontext ist. Andere Menschen nicht und die fühlen sich dann persönlich angegriffen oder persönlich so, warum will der jetzt nichts mit mir zu tun haben? Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um ein Nicht-Erkennen. Um das zu vermeiden, sollte ich vielleicht gerade mit Menschen, mit denen ich häufiger zu tun habe, das auch erklären und sagen, Mensch, das kann durchaus sein, nicht wundern, nicht böse sein, wenn wir uns draußen begegnen, dass ich dich nicht erkenne, komm auf mich zu. Weil dieses hat viel mit dieser Kontextblindheit zu tun und auch, dass viele autistische Menschen sich die Mimik im Gesicht sowieso nicht gut merken können. Und da hilft immer nur wieder aufklären. Ich weiß, es ist immer blöd, ist der autistische Mensch derjenige, der sagen muss, hallo. Aber ich glaube, um so Missverständnisse zu vermeiden, sollte ich das zumindest in dem Kontext, wo die Menschen mir auch wichtig sind oder wo ich sage, okay, das ist mir wirklich, ich möchte nicht, dass die irgendwie da so ein Missempfinden bekommen, was ja gar nicht der Fall ist, weil ich zum Beispiel gut mit ihnen zusammenarbeite, sie als Nachbarn schätze oder wie auch immer. Deswegen, ich freue mich, dass ihr mich hier im Kanal wiedererkennt. Ich wünsche euch eine gute Zeit.